Den aktuellen Stand zum künftigen Zuse-Computermuseum gab am Dienstagabend der Vereinsvorsitzende des Zuse-Forums Horst-Dieter Bremich im Stadtrat. Nachdem der Umbau der Räumlichkeiten in der Bonhoeffer Straße durch die Wohnungsgesellschaft realisiert wird, konnte jetzt auch die Finanzierung des künftigen Ausstellungskonzeptes sowie der Einrichtung gesichert werden. Derzeit arbeite man daran, den Betrieb des Museums langfristig durch eine Stiftung zu sichern. Diese soll im März nächsten Jahres gegründet werden. Allerdings ist man noch auf der Suche nach Kapitalgebern. Von etwa 2 bis 3 Millionen Euro, die dafür benötigt werden, geht Bremich aus.